Das sieht jetzt aber nicht so gut aus hier. Scheiße. Huch, also mal eben. 12 verfügbare Arbeitsstellen. Wir brauchen ungebildete Arbeiter. Und wir haben jetzt auch plötzlich... Ja gut, dann muss ich halt noch mehr Wohngebiete bauen. Aber hier will ich keine Wohngebiete haben. Ich meine, selbst hier könnte man eigentlich auch Wohngebiete reinsetzen. Es würde sogar gehen, aber eigentlich will ich das nicht. Wir haben ja eigentlich eine ganz gute Verkehrsanbindung. Es geht so. Hier bräuchte man halt echt mal ein Autobahnkreuz eigentlich. Hier können wir noch ein bisschen dichter bauen. Aber es ist schön, wie das jetzt echt schon so zusammenhängt hier ist überall. Gefällt mir. So gut, nee, ich baue jetzt mal noch ein bisschen. Bam, bam. Bam. Ja, hier wollen sie wahrscheinlich nicht wohnen. Und hier ist jetzt auch schon ganz schön Stau. Aber du fährst, machen wir da einfach dann die Ampeln weg, dann läuft das schon. So, ich mache hier auch mal eine Wasserleitung hin. Aber es wären irgendwie, weiß ich nicht, ich verstehe nicht, warum das trotzdem immer ständig weniger Einwohner wären. Das nervt langsam ein bisschen. Es kann das nicht so schwer sein, die 75.000 zu erreichen. Oh, guck mal, die benutzen endlich hier die Fußwegbrücke. Oh, wie cool ist das bitte? Schön. Nee, das ist toll, was hier schon wieder los ist. Und das haben wir erst vor kurzem gebaut. Das ist wirklich toll. So. Ich überlege gerade, wie man jetzt hier weiter... Hier hätte ich ja auch gerne noch Häuser eigentlich. Nehmen wir einfach mal die hier. Bam. Mal bis hier hin. Hier, das würde ich gerne so lassen. Ah, zumindest hier können wir auch noch was hinsetzen. Aber nicht zu weit. Bis hier hin. So. Und hier genauso. Bis hier hin. Was hier mit dem Plan kann man doch verbinden. So. Und hier hätte ich auch gerne welche. Ich mache jetzt ganz schön viele Kreuzungen wieder plötzlich, ne? Na, wir werden ja sehen, was passiert. Wir werden es ja sehen. Ja gut, hier können wir nicht so viel hinbauen, leider. Wegen dem Berg. Bin ich ja fast überlegen, ob ich hier frei lasse. Ich lasse hier frei. So gut. Dann noch mehr Wohngebiete, bitte. Aber hier ist ganz schön viel los mittlerweile. Dann müssen wir mal gucken. So. Hier genauso. Aber hier mache ich mal wieder weg. Bam, hätten wir. Hier auch noch Wohngebiete. Wir müssen es auf jeden Fall hier noch schöner machen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wir brauchen immer noch Gewerbe. Es ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. So, Wasserleitung wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, hier brauchen wir noch ein bisschen. Bumm. Bumm. Boah, wir machen nur plus 3000. Das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht so schön. Aber ich sehe auch gerade keine Symbole, also ich wüsste nicht, was sie für Probleme haben. Wir können höchstens versuchen, die Wertigkeit da noch weiter zu pushen. Jetzt machen wir plus 7000, okay, jetzt geht's ja schnell nach oben, keine Ahnung. Da brauchen wir immer noch Arbeiter. Mehr Einwohner, bitte. Aber es geht, wenn wir Einwohner machen, müssten wir doch rein theoretisch auch mehr, also klar, wir brauchen ungebildete Arbeitskräfte, aber ich kann da jetzt nicht einfach Schulen abreißen, damit mehr ungebildet sind. Das ist doch auch bescheuert, das macht doch keinen Sinn. Aber unsere Industrie, die bricht jetzt hier langsam zusammen. Ich hoffe, das wird jetzt über die Zeit wieder. Wie sieht es denn hier aus? Ist es hier genauso? Hm. Und ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass so hier die Bürogebäude so wenig Kohle bringen. Ey, wir haben jetzt schon so viele Bürogebiete. Das nervt ein bisschen. Wir brauchen...
brauchen keine Ampeln. Wir brauchen keine Ampeln. Ihr kriegt das auch so hin. Hoffe ich zumindest. Also was machen wir? Minuseinwohner? Also langsam nervt das aber ein bisschen dieses Hin und Her. Ganz ehrlich. Das ist eine schöne pulsierende Stadt. Und trotzdem gibt es ja solche Probleme. Und sind noch knapp über 2000. Und irgendwann muss ich ja auch wieder Strom und so weiter mich drum kümmern. Na, wir haben keine Müllprobleme, wir haben echt wenig Probleme. Ach ja, wisst ihr, was ich vielleicht mal machen sollte? Ich sollte das vielleicht mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verbinden. Das ist eine gute Idee. So, okay, U-Bahn-Station, ja, dann machen wir das mal ganz schnell. Das könnte wirklich Sinn machen. Und Buslinien dann noch bauen. So hier. Bam. Ja, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ob das denn schon ausreicht? Ich will es hoffen. Ah, guck mal hier! Atlantis Stargate. Ach, die können damit auch reisen, oder was? Ich will es aber euch wenigstens mal zeigen, wie es aussieht. Ich werde das dann wieder wegreißen, denke ich. Das ist ja geil, die können dann damit reisen, sozusagen. Ach, schade, aber das ist nicht animiert. Ich hätte gehofft, dass das hier animiert ist in der Mitte. Ist es leider nicht. Aber ich glaube, man könnte das auch, dass sie über das Stargate dann reißen können. Also kann man wirklich eine krasse Zukunftsstadt dann bauen irgendwann, wenn man will. Was ich ja genial finde. So, wir machen Minus mittlerweile. Finde ich ja super. So richtig kann ich nicht nachvollziehen. Egal, ich mache jetzt erstmal Verbindung. Vielleicht wird es ja dann über die Zeit. Die Straßen nicht mehr so voll. Bam. So. Und machen wir gleich mal noch hier direkt. So, neue Linie bitte. Wie viel fahren denn jetzt eigentlich? 3600 fahren mittlerweile U-Bahn. Das ist ordentlich. Die freuen sich auf jeden Fall. Jetzt mache ich hier plus 5000. Also wie das hin und her geht, das ist der Wahnsinn. So. Dann nochmal hier hin. Hier hin. Würde ich die mal noch mitnehmen. Und dann hier können sie umsteigen, wenn sie wollen. So. Auf jeden Fall freuen sie sich alle. Und da steigen auch ganz viele Gebäude auf. Bis 4000. Ich verstehe aber nicht, guck mal, wir haben jetzt so viele neue Wohnhäuser, ne? Und trotzdem geht die Einwohnerzahl gerade nicht nach oben. Was ja dann bedeuten würde, dass sie alle leer stehen sind oder so. Ich gucke jetzt mal noch ein bisschen nach Sehenswürdigkeiten. Wir brauchen jetzt mal noch irgendwas Schönes. Schieferturm von Pisa. Der würde hier aber nicht so gut reinpassen. Wollen wir das Ding mal bauen? Wir können ja mal gucken, wie es aussieht. Ja, hier, das ist echt noch nicht schön hier. Aber das hätte ich auch gerne irgendwie oben auf dem Berg. Vielleicht hier irgendwie. Wie sieht's denn aus? Ja. Aber vielleicht sollte man das für sich stehen bauen. Das würde wahrscheinlich cooler aussehen. Was hat das gekostet? Na egal, ich krieg was zugestattet. Machen wir mal. Ne, Feldweg nicht. Machen wir mal. So. Wir ziehen jetzt hier einfach mal eine Straße hoch. Bam. Und jetzt brauche ich das Ding. So. Hätten wir. Joa. Ich glaube, der Berliner Fernsehturm ist trotzdem noch höher. Obwohl er weit, sehr weit niedriger liegt. Das Ding steht, wie gesagt, irgendwo in Stockholm. So, Wasserleitung.
Strom brauchen wir auch noch. Oder? Ja. Also, hätten wir. Es lenkt leider ein bisschen von Neuschwanstein ab, ne? Ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Jetzt haben wir immer noch so viele Arbeitsprobleme, wahrscheinlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass die alle im Gewerbe arbeiten. Also, die, natürlich, die müssen sehr weit rausfahren. Aber die haben ja eine Autobahnanbindung. Also, die wohnen, können das ja mal nachvollziehen. Die können hier auf die Autobahn fahren. Dann hier lang. Dann hier runter. Und so kommen sie zur Arbeit. Muss ich auch mal noch eine Auffahrt machen, sehe ich gerade. Ansonsten muss ich in der Mitte dann noch mal irgendwann noch ein Autobahnkreuz reinsetzen. Komme ich dann vielleicht doch nicht drum herum. Also hätten wir. Na auch, wenn es gerade von der Bilanz her nicht so gut läuft, die Stadt sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich mag sie zumindest. Das ist wirklich so eine Stadt, wie ich es mir immer geträumt hatte, in SimCity, um was bauen zu können. So, was haben wir denn noch hier? Sehenswürdigkeiten. Gucken wir noch ein bisschen durch, weil vielleicht können wir damit auch einfach ein bisschen die Wertigkeit erhöhen und dann wird das schon über die Zeit. Unterdrückungsbüro. Wenn Sie jemanden unterdrücken müssen, dann sollten Sie zum Unterdrückungsbüro gehen. Darauf sind Sie spezialisiert, Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Komm, wir bauen das einfach mal. Finde ich ja ganz passend, wenn wir das auch mit hier ransetzen. An die Straße. Machen wir mal so hier. So, was haben wir noch? Aquarium? Das Aquarium, überlege ich gerade. Ach ja, wir haben ja noch hier Baseballstadion. Was kostet das denn? 4000 Unterhalt, kann ich mir nicht leisten. Ach ja, guck mal hier, ich habe auch das Opernhaus in Sydney. Das würde ich auch gerne hier oben. Okay, passt das hier hin? Nee. Aber das würde hier auch nicht so gut hinpassen. Eigentlich sollte man das irgendwo hinsetzen. Hier vielleicht irgendwo. Aber hier ist es eh schon schön. Haben wir es hier irgendwo hinbekommen? Nee, sieht nicht so aus. Ist zu steil. Also hier würde gehen. Wir können es ja mal bauen und mal gucken, wie es aussieht. Joa. Also es kann sich durchaus sehen lassen. Aber man müsste das noch ein bisschen... so, dass es bei mir auffällt. Ne? Ideal ist die Stelle noch nicht. Also wahrscheinlich setze ich es dann hier irgendwo hin, zusammen mit der Freiheitsstatue. Das würde mir eigentlich dann besser gefallen. So, kann ich jetzt bitte mal irgendwie die 75.000 Einwohner bekommen? Also das ist mir immer noch ein Rätsel, dass das so lange dauert. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Kann mich aber echt nicht satt sehen, Leute. Tut mir leid. Geht nicht. Kann ich nicht. Und was mir gerade einfällt, hier wollten wir, sollten wir eigentlich auch mal noch Wohnhäuser bauen. Eigentlich wäre das mal eine gute Idee. Und dann eventuell hier noch die Autobahn irgendwie hier mit verbinden. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, gleich mal. Setzen. Wollen wir hier niedrige Dichte machen? Klar, ne? Machen wir hier so ein bisschen Umland. Das würde mir eigentlich besser gefallen. Moment. So. Also hier. Hier machen wir Gewerbe. Ich überlege noch, wie wir das jetzt am blödesten mit dem Straßennetz machen. Ich habe hier keine direkte Hauptstraße oder so. Ich kann hier nur dünne Straßen machen. Ich kann aber einfach mal eiskalt
Die hier ein bisschen erweitern. Machen wir die hier mal. So hier. Ja, hier muss ich dann auf jeden Fall noch Lärmschutz machen. Das sehe ich auch. So. Muss ich mir überlegen, wie ich das hier weitermache. So, jetzt gerade. Normale Straße. Das ist okay. So, hier. Also hier mache ich wirklich jetzt mal ein bisschen eckig. Finde ich auch mal okay zwischendurch. Ist ja so ein bisschen neue Siedlung, ein bisschen außerhalb. Die sind ja oft dann ein bisschen gleichmäßiger. Ja, hätte ich vielleicht erstmal hier machen sollen. Und wir machen dann so, dass ein bisschen grün dazwischen kann. Was auch okay wäre. Na, gibt es aber nicht so hin, dass es schön ist. Das ist okay, damit kann ich glaube ich leben. So. Okay, dann müssen wir aber trotzdem mal irgendwie noch eine direkte Anbindung machen. Hier ist so eine Brücke. Kann ich das so drunter durchziehen, oder? Ja, kann ich. So. Dann Gewerbe. Brauchen sie anscheinend auch. Machen wir mal noch niedrige Dichte. Und den Rest machen wir Wohngebiete. Ja, wir müssen doch jetzt irgendwie mal die 75.000 erreichen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich baue und baue und baue und es werden nicht mehr Einwohner. Das ist sehr irritierend. So. Das geht mit Ausmaß fast schon wieder schneller, glaube ich. Na, ja, geht's. So, 72.200 haben wir. Wasserleitungen. Bam. 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 Hätten wir. Dum, 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 dum. Nö, nö, das finde ich aber ganz cool, dass dann hier so langsam das Umland losgeht, gerade bei dem Flughafen. Ah, der wird wahrscheinlich noch nicht sehr viel benutzt, ne? Passagiere 2 von 200. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Richtung Flughafen auch bauen, dass wir den noch ein bisschen mit einbeziehen. Ja. Aber es werden mehr Einwohner, Leute. Es werden mehr. Es werden mehr. Aber die Industrie, die kackt hier trotzdem immer mehr ab, weil wir keine ungebildeten Arbeitskräfte haben. Was ich total bescheuert finde. Das müsste ja halt bedeuten, ja, ich brauche weniger Schulen. Das finde ich wirklich ein bisschen doof. Schulen, 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 Schulen. Wo haben wir denn den Spaß hier? Ja, ich könnte auch wieder eine neue Grundschule bauen, aber ich muss die doch ausbilden, Mann. Ich kann doch nicht einfach keine Grundschulen bauen. Was sind das für Murks? Kann ich doch nicht machen. Ach ja, ich habe hier offensichtlich ein paar neue Gebäude. Was ist denn das hier? Das ist halt nicht lesbar für mich. Ist das eine Grundschule? Ja. Also quasi eine russische Grundschule. Gucken, wie die aussieht. Dann waren wir denn hier mal Wohngebiet. Machen wir mal hier irgendwie an die Hauptstraße ran. So. Joa. Ich meine, sowas steht teilweise auch noch in Leipzig oder so rum. Ist halt so ein bisschen plattenmäßig. Finde ich aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Muss ja nicht immer das Schönste sein. So, nee, die freuen sich jetzt ja auch drüber. Okay, nee, dann machen wir mal so weiter. Dann haben wir Grundschule. Highschool. Habe ich da keine runtergeladen? Das sind die Universitäten. Oberschule. Nee, hier. Eine alte Highschool. Schön. Das machen wir mal. Was kostet denn das? 560. Geht nicht? Geht nicht? Ach komm, hier oben kriegen wir das doch hin, das Teil, oder? Noch mal hierher. Ich hätte es aber gerne mal dann. Ach komm, das ist okay hier.
So, mal gucken, wie das aussieht. Joa. Ist ein bisschen schicker, das Gebäude. Ist halt eine alte Hochschule. Schön. Machen wir wieder plus 6000. Gucke ich nochmal, das sieht gut aus. Hier habe ich auch schon wieder mehrere Gebäude. Ich habe mich lange nicht mehr um die Öffentlichen gekümmert, ne? Wie sieht's mit Uni aus? Ist okay. Wie gesagt, das mit dem Campus, das mache ich dann später. Ich will jetzt erstmal die 75.000 haben. So, Transport. Ich finde das mit dem Stargate so genial. Ich muss noch Buslinien machen, ne? Machen wir jetzt einfach mal noch ganz schnell. Buslinien, Buslinien, Buslinien. Wo habe ich denn die letzte? Ach du Scheiße, ich habe wirklich nicht viele Buslinien hier. Ja, irgendwo, dass sie umsteigen können. Wo haben wir denn hier mal einen zentralen Punkt? Ich lasse jetzt hier einfach mal eine langlaufen. Ging das schon hin? Also, nehmen wir mal... Mal hier. Ah ne, halt. Wir setzen einfach mal hier an. So. Bam. Ah, die muss man ja immer ein bisschen näher aneinander machen, ne? So. 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 Bam. Ist hier irgendwo eine Haltestelle, mit der ich, die ich schon mal gesetzt habe? Ich sehe gerade keine. Egal, machen wir es mal hier lang. Bam. Sie freuen sich auf jeden Fall. Das ist ja immer gut. Bam. Bam. Einfach das Gerichtsgebäude. Immer gut. Können Sie umsteigen in die U-Bahn, wenn Sie wollen. Dann nochmal hier hoch. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Jetzt würde ich es gerne abschließen. Habe ich schon? Ich hab's abgeschlossen, oder? Nee, hab ich nicht. Irgendwas ist jetzt falsch. Nee, haut hin. Nee, einfach abschließen jetzt. So, passt. Fertig. So gut, keine Ahnung, wir brauchen immer noch Gewerbe. Wir haben jetzt aber, oh, 73.600 Einwohner, Leute. Wir kriegen jetzt, haben jetzt mal die 75.000. Mann, 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 Mann.